dieser Testperson geht es gut. Und auch dieser Proband ist bei bester Gesundheit. Sie testen den Kuba, ein neues Covid-19-Testverfahren, das auf Aerosolen basiert. Und die werden, wie inzwischen hinlänglich bekannt, ganz besonders beim Schreien freigesetzt. Erfinder Peter Van Wees erklärt, wie es geht. Wenn wir reingehen in die Kabinen, dann werden die Kabinen am ersten abgezogen, ja, und 100% sauber gemacht. Sauberer wie ein Operationszimmer. Und fangen die Leute an zu schreien. Dann schreien sie für zum Beispiel 8 bis 10 Sekunden, dann gehen die Lampen wieder an und dann habe ich das abgezogen da drüben und dann geht es nach einem speziellen Zimmer zu. Von dem Zimmer geht es nach einem Trockner und von dem Trockner geht es nach dem TC-Gerät. Das ist ganz einfach und sehr schnell und sehr akkurat. Und der Vorteil, da haben wir keine Mühe. Non-invasiv und superschnell. Und das ist alles. Schnell heißt hier, schon nach 40 Sekunden liegt ein Ergebnis vor. Der gesamte Test dauert rund eine Minute. Bis zu 4 Personen können gleichzeitig getestet werden. Entwickelt hat Peter Van Wees das Gerät in seiner Heimat, den Niederlanden, wo es auch schon zugelassen wurde. In Deutschland wird die Zulassung laut Van Wees in den nächsten Wochen erwartet. Die Maschinen werden dann zwischen 150.000 und 200.000 Euro kosten. Zum Einsatz kommen könnte Kuba unter anderem in Testzentren oder an Flughäfen. Und vor Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Konzerten könnte man sich hier vielleicht schon mal in Stimmung schreien.